was in dieser Folge geschehen wird. Da ist ja auch nur eine Truhe und ich glaube, ihr könnt doch schon denken, was da drin ist. Oh, warte mal, ich glaube, wir können sie noch nicht einsammeln, oder? Scheiße. Ich bin so kein... Ah, du! Hallöchen, Leute, willkommen auf 3Cube. Mein Name ist Francesco, nennt mich gerne Franz. Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir einfach mal so ja, das Deko-Mini-Spiel gemacht. Habe ich tatsächlich gerade noch so gut hinbekommen. Ja, das letzte Mal, beziehungsweise der letzte Tag war echt knapp. Und ja, was machen wir heute? Heute werden wir auf jeden Fall die Stadt verlassen. Aber bevor wir die Stadt verlassen, erstmal, was steht da eigentlich? Residenz des Bürgermeisters. Dann schauen wir erstmal hier rein. Gut. Also, und zwar gibt es hier noch ein paar versteckte Sachen, die man nur als... Also bei den einen konnte man schon als Deko rübergehen und bei den anderen, jetzt in dem Fall hier, muss man als Link rübergehen. Und jetzt passt auf, Leute. Und zwar müssen wir so springen. Und dann auf diese zwei kleine Ringe springen. Übrigens, ich streame, ja. Ich nehme das Video gerade hier um 1.30 Uhr auf. Ich konnte nicht schlafen, deswegen habe ich gedacht, ey, warum denn nicht einfach einen The Legend of Zelda Part aufnehmen? Das heißt, sollte ich ein bisschen, ja, anders sein als sonst. Ich meine, ich habe jetzt auch hier eine Dose Nalu, um ein bisschen wach zu werden. Ah, geil. So, und zwar ist hier eine Truhe. Ich glaube, da sind 100 Rubine drin. Bisschen blöd, dass wir jetzt mit 43 Rubinen jetzt hier reingegangen sind. Ja. Und sind das 100? Ja, es sind 100 Rubine. Wir könnten das theoretisch unendlich viel, ja, unendlich oft einsammeln. Weil ich meine, wir können die Zeit zurückreisen. Der Rubin ist wieder da. Und da gibt es noch eine andere Stelle mit einem Deku, aber... Ja, genau diese Stelle hier. Aber bevor wir es tun, gehen wir erstmal nochmal zur Bank. So. Erstmal... Oh Gott, ich muss jetzt erstmal wieder einen klaren Kopf kriegen. Ich meine, ich lag da so im Bett und ich habe mir erstmal gedacht, oh, jetzt pennst du erstmal. Aber nee, jetzt, ich habe keinen Plan, was ich jetzt sagen soll. Was? Bester Let's Player EU West? Das ist alles. Oh, warte, habe ich das gerade gesagt? Ich will einzahlen oder aufheben? Ja, ich möchte so viel einzahlen. Okay, ja, genau, gut. Ja, alles gut, ja, habe ich gern gemacht. So, auf Wiedersehen. Ja, genau, ich zeige euch jetzt erstmal, was da hinten eigentlich ist, beziehungsweise, ja, es ist nichts Besonderes, da ist ja auch nur eine Truhe und ich glaube, ihr könnt doch schon denken, was da drin ist. Oh, warte mal, ich glaube, wir können sie noch nicht einsammeln, oder? Scheiße. Ich bin so kein... Ah, du! Oh, sorry, du böser Hund. Scheiße, ich bin so, ich hab gar nichts vorbereitet, ich habe einfach so Aufnahme gestartet, ich laber jetzt einfach durch. Oh ja. Gut für ein Best-of. So, also dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal zum Bürgermeister. Ich meine, dann müssen wir die Zeit nicht dafür verschwenden, die andere Truhe zu zeigen. Ich kann euch mal sagen, was da drin ist. Ich glaube, da sind 50 Rubine drin oder auch... Nee, nicht 100. Ich glaube, da sind 50 Rubine drin. Oder 20? Oder 10? Ich habe keinen Plan. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und zwar hat das hier schon mit der Story zu tun. Und ich sehe gerade, es ist 8 Uhr morgens. Also, ich spule mal ein bisschen vor. Das kann ein bisschen dauern. Ja, selbst das F4 drücken bringt fast gar nichts, weil die Zeit jetzt so langsam ist. Das Vorspulen ist trotzdem langsam. Versteht, was ich meine? Ne? Okay. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Wie ihr wisst ja, ich habe jetzt mit der Ocarina, beziehungsweise mit meinem achtfacher Saxophon die Zeit verlangsamt, deswegen ungewöhnlich. So. Okay, was ist denn hier? Normalerweise ist hier eine Person, aber ich glaube, weil es jetzt hier der letzte Tag ist, können wir hier relativ wenig machen, tatsächlich. Ich könnte mal hier reingucken. Ja, hier ist absolut niemand. Ich glaube, dann wärst du sogar schlauer, wenn ich dir das nächste Mal reingehe, oder? Gehen wir auf der linken Seite. Boah, so blöd, dass ich am letzten Tag das hier erst alles mache, ne? Was ist hier? Oha. Oh, hier geht die Post ab. Okay, was ist los? Also, ich verweile mich mal zurück, weil ich krass bin. So, was ist los? Hallo. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Ihr Feiglinge! Glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf diese Stadt einstürzen wird? Einstürzen, genau. Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Ah, Querdenker, ah, die gibt's ja auch noch in Majora's Mask.
Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Ja, stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister? KFC? Muto. Muto. Krass ausgesprochen. Ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsbrock, der hier bei unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieh nicht die Soldaten und Kaufleute in dieser Katastrophe hinein. Digga, der Bürgermeister hat gar keinen Plan. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten. Wie heißt der? Vincent? Ich sage mal Vincent. Wir Ratsmitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg, sage ich dir. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Okay, Bürgermeister Dutour wurde in ein Notizbuch eingetragen. Okay, übrigens sehe gerade hinten ist so eine gruselige Maske. Immerhin, wir konnten jetzt mit dem Typen reden. Warte, wo ist mein Buch? Scheiße, wo ist mein Buch? Ah, da. Oh Gott, ich sollte nicht um 1 Uhr nachts aufnehmen. So, wo ist der denn jetzt? Da. Oh nee, jetzt habe ich wieder diesen Grafikbug. So, Herr Dutour, Bürgermeister von... Ja, was will er denn? Ah, verstehe, das heißt Tag 1, Tag 2 und Tag 3 in den Uhrzeiten, ihr seht es ja, zum Beispiel letzter Tag vor 18 Uhr, da passiert irgendwas oder wird irgendwas anderes gelabert. Wie gesagt, schon wieder blöd, das ist wie bei diesem einen Erkundungspart. Wir sind erst am letzten Part überall rumgegangen, das war ein bisschen blöd. Aber hey, ihr merkt schon, die Stadt hat schon gemerkt, dass da was nicht stimmt, ne? Ich meine, am letzten Tag sind alle Mitarbeiter auf einmal verschwunden. Ist ja natürlich blöd, dass wir das hier erst im Nachhinein sehen. Aber ja, jetzt wissen wir auch, dass es hier einen Bürgermeister gibt. Eigentlich logisch, aber es ist manchmal was Maß, man weiß ja nie. Boah, Nalu ist so geil. So, was ist denn hier? Also normalerweise ist hier eine ältere Frau, jetzt aber nicht da. Ich glaube, ich werde hier, sagen wir mal, im Part 50 nur mal hier vorbeischauen. Weil ich sag mal so, wir müssen jetzt auch wirklich jetzt so langsam die Stadt verlassen. Und übrigens, hier ist auch so ein Raum. Das kann man oben links sehen tatsächlich, dass es hier durchgeht. Ich glaube, ja, ich wollte jetzt wirklich so langsam, dass ich aus der Stadt rausgehe. Das heißt, ich komme erst wieder zurück in die Stadt, wenn wir, sagen wir mal, den ersten Dungeon gemacht haben, oder? Ja, ersten Dungeon, das hört sich gut an. So, Karfais Tagebuch. Die Hochzeit beginnt bald. Ah, warte, ich glaube, das sollten wir noch nicht lesen. Moment, das lesen wir noch nicht. Ich glaube, wir sollten wirklich von Tag 1 bis Tag 3 das hier alles durchlesen, weil es macht sonst keinen Sinn. Okay. Also, ich kein Plan, ey. Es kann auch sein, dass da alles beschrieben wird, aber sicherheitshalber, ne, will ich mal erstmal ein bisschen warten. Boah, ich bin so ein krasser Let's Player, ne. Ich bin der... Scheiße. Was mache ich? Ich mache das, was ich nicht tun sollte. Oh Gott, dieser Part wird so verloren sein. Oh Gott. Aber hey, einfach als LOL-Modus werde ich diesen Part trotzdem als Let's Play-Part auf YouTube hochladen. Was ist das jetzt? Was macht er? Ja, klar, er macht jetzt einen Brief rein tun, aber kann ich jetzt mit ihm reden? Das meinte ich jetzt. Ey, rede mit mir. Hallo, rede mit mir. Okay, piss dich. Okay, dann würde ich mal sagen, da wir jetzt anscheinend nichts mehr zu suchen haben, wir werden diese Stadt sowieso mehrmals sehen und wieder zurückkommen und andere Orte und bzw. die Minispiele spielen und so weiter. Das machen wir aber noch nicht, erst wenn wir mal endlich diesen ersten Kack-Dungeon betreten haben. Das heißt, erstmal gehen wir speichern, denn auf dem 3DS ist es nicht so wie hier auf dem N64, weil, also ich muss sowieso erstmal zurück in die Zeit gehen. So, und zwar muss man erstmal mit dem Schwert auf die Kackvogel-Eule, sag ich schon, auf die Eule draufschlagen. Als ich das Spiel auf dem N64 gespielt habe, ratet mal, wann ich das rausgefunden habe. Richtig, nachdem der Mond eingestürzt ist. Ich habe mir gedacht, wo speichere ich jetzt? Warum redet er nicht mit mir? Aber ich sag mal so, er gibt mir normalerweise die Info, yo, du musst auf mich schlagen. Habe ich aber damals nicht gecheckt als 8-jähriger Spast. Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Willst du die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen.
Die zeigt an, dass du beim Wiederöffnen das Spiel an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht, öffnest du diese Datei und drückst Reset, ohne vorher an einer Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Spielen der Hymne der Zeit innen hattest. Möchtest du deinen Fortschritt speichern und das Spiel beenden? Nein, wir wollen jetzt nicht speichern. Warum? Es gibt Save States. Warum soll ich dann speichern? Ich glaube, ihr habt es vielleicht schon verstanden, was der Typ will. Also diese Statue. Aber ich muss ihn jetzt aktivieren, weil wir werden wahrscheinlich in naher Zukunft. Halt irgendwas lernen, um uns. Das kann ich mal sagen. Um uns zu teleportieren. Und um das zu tun, müssen wir diese Eule erstmal mit dem Schwert aktivieren. Das haben wir auch jetzt gemacht. So, aber da wir jetzt herausgehen wollen, würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal in die Zeit zurückgehen. Ich weiß, es ist komisch, dass ich jetzt einfach so aus dem Nichts jetzt in die Zeit zurückreise. Aber wir haben ja dieses Deko-Minispiel gemacht. Und jetzt müssen wir ja irgendwie... Also, ich gehe jetzt nicht raus, kurz bevor die Welt untergeht, ne? Das heißt... Wir reisen jetzt in die Vergangenheit. Was aber die Vogel... Oh, Vogeleule. Warum sag ich gleich Vogeleule? Es ist 1 Uhr. Beziehungsweise es ist gleich 2 Uhr sogar. Was das Ding genau meinte, werde ich wahrscheinlich darauf eingehen, sobald wir, sagen wir mal... Bevor wir den ersten Dungeon oder nachdem wir den ersten Dungeon durchquert sind, geschafft haben. Weil, ja, ich kann es einfach visuell besser darstellen. So, jetzt sind wir wieder da. Natürlich, ich glaube, ich werde erstmal die Zeit nicht verlangsamen, sondern erst ab Tag 2, damit wir eine kleine Challenge, sage ich mal, haben. So, was will der jetzt? Hey, stehen geblieben, du darfst das hier nicht verlassen. Du brauchst ein Schwert. Was? Du hast ein Schwert? Oh Gott, dann geh bitte durch. Oh ja, bitte. Ja, okay, danke. Leute, wir haben die Stadt verlassen. Oh mein Gott. Oh Gott, Ebenen von Termina. Ihr habt ja diesen Vogel gesehen. Ich sag mal so, der ist sehr, sehr ekelhaft. Der kann einfach so, sag mal, eure Items stehlen. Ich weiß nicht, ob er auch eure Maske klauen kann, aber... Stimmt, euer Schwert. Er kann wirklich einfach links Schwert klauen. Das ist krass. So, wie ihr sehen könnt, wir sind hier in Ebenen von Termina. Das ist sozusagen, also hier seht ihr, das ist die Hauptstadt, die ist direkt vor uns. Und das ist jetzt einfach mal so, ja, wir sind frei mäßig, ne? Und Alter, wie schnell geht die Zeit? Kaum verlangsame ich nicht die Zeit. Und Alter, sieht das ekelhaft aus. Junge, der macht mir so Angst. Und schon geht die Zeit so, keine Ahnung, in Flash-Modus. Aber ja, das sind irgendwie so Glibbermonster, wenn die grün sind. Also ihr seht ja auch sogar das Item. Aber falls ihr einfach blind seid, grün bedeutet einfach, yo, dir gibt einen Energie. Und vorne habt ihr gerade gesehen, wow, die Random Distance, ja richtig scheiße. Schaut euch, wer ist weg? Oh, hallo. Geh weg. Und der gibt halt Herzen. Ich glaube auch von den Farben her, ja, ihr checkt es ja. Also da brauche ich jetzt nicht viel zu erklären. Es gibt jetzt tatsächlich einige Wege, wo wir hingehen könnten. Wir gehen natürlich aber erstmal den normalen Weg. Natürlich haben wir erstmal ein paar Rubine. Alter, sind die viele Rubine. Hä? Was soll das? Ich habe jetzt schon 20 Rubine nach ein paar Mal schlagen. Das ist ja nicht normal. Und zwar da geht es zu einem, sagen wir, zu einem bestimmten Ort. Aber da wollen wir ja noch nicht hin. Wir werden alles sehen. So, aber erstmal gehen wir den normalen Weg. Und hier gibt es irgendwo ein Loch. Ich weiß nicht, ob es diese Stelle war. Übrigens, das sind einfach Gegner, die sich mal diese Dekostäbe geben. Mit diesen Dekostäben können wir sozusagen... es gibt solche Stände, die, sagen wir mal, eine Flamme inhalten. Und ihr könnt dann mit diesem Dekostab, sagen wir mal, die Flammen, sagen wir mal, bei euch, also einfach so mitnehmen, sozusagen. Also ihr habt dann die Möglichkeit, mit der Flamme irgendein paar, sagen wir mal, ein paar Aufgaben zu erlegen. Aber das werdet ihr auch, glaube ich, ihr werdet das im ersten Dungeon sehen. Also das Item wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. So ist es nicht. Und bevor wir jetzt da durchgehen, da hier, gehen wir nochmal ganz kurz hier links, denn ich glaube, als Deko ist man sogar ein bisschen schneller, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich zu verwandeln. Und das sind übrigens Shika-Steine, die haben wir ja schon gesehen, darüber habe ich auch schon mal geredet, nur das sind die normalen und die sagen einfach nur, wie viel Zeit wir noch haben. Es verbleiben 69 Stunden, ja geil. Also, ihr merkt schon, yo, die Zeit geht richtig schnell. Ich frage mich, was man, also wie die Spieler, oh, das ist eine Truhe, sich jetzt erst, was man damals so als Anfänger gemacht hat. Ich meine, ihr müsst es so vorstellen, man spielt das Spiel zum ersten Mal und man wusste halt nicht, dass man die Zeit verlangsamen kann. So, ey, yo, wie schwer war das Spiel dann bitte? Sowas hier drin, 5 Rubine, 20.
Stimmt, 5 Rubine sind eigentlich nie in einer Truhe drin. So, hier irgendwo ist ein Loch. Dummerweise kann man es hier so gut wie gar nicht sehen. Auf dem 3DS ist es halt durchsichtig. Das heißt, man kann halt die Löcher sehen. Aber ich glaube, hier... Genau, da. Es gibt noch hier Dutzend weitere Löcher. Es gibt, glaube ich, sogar noch Löcher, die man, beziehungsweise einfach auf der Fläche aus dem Nichts, ich weiß nicht, ob es in Ocarina of Time, nur in Ocarina of Time war oder auch hier, aber die konnte man, die kann man einfach aufbomben und dann ist da halt was. Und ich glaube, da sind wieder einfach nur Rubine. Übrigens noch über die Dekostäbe, die waren, glaube ich, in Ocarina of Time, warum sage ich halt ganz ehrlich, glaube ich, wenn ich sogar weiß, what the fuck. In Ocarina of Time waren sie genauso stark wie das Masterschwert. Oder vielleicht sogar Schwerter, genau. Ein bisschen stärker, oder? Kann das sein? Also aus irgendeinem Grund waren die Dekostäbe ultra krass. Also du konntest wirklich Endboss oder irgendwelche Bossen nur mit den Dekostäben besiegen, weil wozu das Schwert haben, wenn sogar so ein Stock stärker sein kann. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist sehr stumm. Übrigens, sorry, das muss ich einfach nur gesagt haben. Ich finde es einfach witzig. Wenn ich jetzt hier F4 drücke, der macht einfach so Speedrun-Modus. Okay, aber wir wollen das natürlich nicht. Sondern wir wollen jetzt hier durch, denn da geht es Richtung Dungeon, ja genau. Und da ist eine Zeichnung, schauen wir mal, was das ist. Diese Kuh. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Till und ich haben das zusammen mit dem Hawkid gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Dieser Fledermaus im Hintergrund, was auch immer das sein soll, bleibt einfach hängen geblieben. Oha. Was jetzt? Dieser Grafikbug auf der rechten Seite, der regt mich so auf. Aber Leute, was meint ihr? Soll ich öfters mal so einfach so um 1 Uhr, 2 Uhr nachts streamen? Findet ihr das amüsanter? Also ich merke eine kleine Lostheit in mir, wenn ich das mache. Ich versuche, keine Ahnung, ich gebe mein Bestes, Hilfe, halt dein Maul. Okay. Es regnet. Es ist abends, würde ich jetzt sagen. Und sie suchen natürlich Schutz vor dem Regen. Ich frage mich sowieso, was sie jetzt genau da zu suchen haben. Das sind irgendwelche Feen. Haben sie nicht eigentlich so, sagen wir mal, ein Paradies? Keine Ahnung. Und da ist das Hawkid. Aber ohne Maske. Aha. Die Feen, beziehungsweise die drei wärmen sich jetzt sozusagen gegenseitig, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr kalt für sie ist. Ich sag mal so, das ist halt der Anfang, also wie sie sich getroffen haben. Und jetzt sehen wir halt ein paar Szenen, wie sie einfach ein bisschen gespielt haben, ne, ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Und ich glaube, die hat gerade so eine Blockflöte gespielt, kann das sein? Ich habe es gerade nicht richtig gesehen, irgendwas halt. Und ich will es auch nicht sagen, aber diese roten Augen machen mir halt ein bisschen Angst. Ich glaube, er sollte die Maske wieder anziehen. Kann auch sein, dass es ein Albino ist, ne? Ja, aber warum nicht, ne? Auf dem L64 sieht das so kacke aus, das ist so einfach Brei. Hingespuckt und dann irgendwie zwei Kreise eingemalt. Zack, hast du ein Power-Kit. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Oha. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde? Ja, das Hawkit war ja auch in Ocarina of Time. Aber ja, das ist halt dazu gekommen. Das ist schon krass. Und da ist... die Majora's Maske. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte... Diese Kuh, Junge! Ich feiere das. Ja, jetzt verstehen wir, warum das Hawkid, beziehungsweise in dem Fall war es noch einfach so eine Vogelscheuche, wie es überhaupt zu dieser Maske gekommen ist. Klar, sie hat es geklaut. Boah, was? No joke, Sherlock. Aber ja, es ist... Der Maskenhändler ist einfach pennen gegangen.
Er kam so vorgeschaltet aus der Ecke und hat einfach so was mitgenommen. Eigentlich schon assi, aber hey, warum nicht? Aber auch krass. Er will einfach nur ein bisschen Streiche spielen. Übrigens, wir haben ja 69 Rubine. Ich glaube, deswegen werde ich einfach jetzt gar keine Rubine mehr sammeln. Obwohl, warte, ich sehe es gerade. Ja, da oben ist Tingle. Wir haben... Oh, verflixt, stimmt. Wir haben noch gar nicht mit Tingle geredet in Unruhstadt. Denke ich mal. Und zwar, ihr seht es ja da oben. Tingle ist sozusagen einfach so ein Typ, der halt uns Karten verkauft. Aber kein Problem, dann kaufen wir halt jetzt einfach hier die Maske. Maske! Digga, Maske der Maske oder was ist los mit mir? Karten! Wie komme ich immer auf Maske? So, hallo. Warte, ich verwandle mich mal zurück, damit er sehen kann, boah, ich bin der krasse Link. Na nur, grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr. Seid ihr vielleicht eine Waldfee, du liebe Güte? Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genauso wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Ja, du bist ein Opfer, ne? Vater sagt, ich sollte mich mein Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Sie müssen unüberglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, wir sollten Freunde werden. Ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewählt und einen Sonderpreis für meine Karten. Keine Masken. Wollen Sie einen von Tingles Karten kaufen? Ja, also... Boah, es reicht vor allem. Es kostet genau 60 Rubine. Also erstmal hier Dämmerwald. Das ist, sagen wir mal, ein Ort, den wir gleich erreichen werden. Warte, was ist jetzt A, B? Ich glaube, das ist A. Genau. Hurra! So, das ist schon mal die Karte. Sag mal, ja, es ist, wie ich schon sagt, es ist halt etwas, damit man sich, sag mal, besser orientieren kann. Und der rote Pfeil ist sozusagen genau da, wo wir sind. Und der gelbe sagt halt, woher wir kommen. Oder ist es andersrum? Ja, sei ruhig, danke. Ich möchte jetzt auch die andere Karte kaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine Karte ist. Wie gesagt, ich kenne vielleicht noch das Spiel bis zum ersten Dungeon. Der Rest weiß ich gar nicht mehr. Kann auch sein, dass Pick Hibernia irgendwie, keine Ahnung, der zweite Dungeon ist. Ich habe keinen Plan. Ich kaufe es einfach. Warum nicht? Ich meine, wenn das hier schon anbietet und ich habe das Geld, warum nicht einfach kaufen? Karte von Pick Hibernia. Wo ist das? Junge, kein Plan. Zeig dir, wo du dich gerade befindest. Ach, so war das. Okay, der gelbe zeigt halt, wo ich bin. Und der rote Pfeil, ja, woher ich komme. Okay, macht Sinn. Okay. Jetzt haben wir die zwei Karten, nur wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt die Karte. Warte, kann ich was machen? Nein, das wollte ich nicht. Okay, vergiss das. Und zwar geht's hier rechts noch irgendwas. Beziehungsweise ich kann es hier auf dem Schild ja extra für euch lesen. Und zwar, das ist halt ein Schießstand. Da kann man einfach so ein Minispiel spielen, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Ist unnötig. Vielleicht, wenn wir den ersten Dungeon geschafft haben. Ah, obwohl, warte mal. Was könnten wir tatsächlich machen? Ja, dann müsste ich aber jetzt die Zeit verlangsamen. Meine Überlegung war jetzt, war höchstwahrscheinlich, wenn wir den Dungeon ersten Tag 3 fertig kriegen. Und wenn wir es haben, dass wir dann irgendwie diesen Schießstand machen, aber ich weiß nicht, ob es mit der Zeit überhaupt ausreicht. Oder ob es überhaupt einen dritten Tag geöffnet ist. Das ist so blöd. Viele Sachen haben wir am letzten Tag zu und dann kann man es halt nicht alles machen. Und ich als Anfang-Let's Player mache dann den Fehler, dass ich immer so, sagen wir mal, im letzten Moment alles machen will, aber dann ist halt alles zu. Egal. Das ist halt, sagen wir mal, das Sumpfgebiet und jetzt sehen wir auch unten rechts die Karte. Der gelbe Pfeil sagt halt, wo wir gerade sind. Und, ja, mehr gibt es halt da nicht zu sagen. Der rote ist halt da, wo wir herkommen. Und da ist eine Eule, da wollen wir natürlich hin. Echt komisch platziert, muss ich sagen, denn, was mir auch gerade auffällt, normalerweise lernen wir hier so ein Musikstück. Also hier können wir tatsächlich was lernen, aber okay. Weil auf dem 3DS kommt hier normalerweise so eine Eule, redet mit einem, labert einen voll. Oder war es, oh Gott, ich habe keinen Plan. Ich glaube, es war aber so. Dann hat er halt gesagt, jo, die Stars, das ist so und so. Aber der ist hier gar nicht da, ne? Ja, stimmt. Jetzt kann ich euch mal hier die Textbox zeigen, weil das habe ich vorhin tatsächlich nicht gezeigt. Er, der das heilige Schwert führt, möge ein Zeichen seiner Anwesenheit hinterlassen. Ja, dann machen wir das mal so. Zack. Denn wir wissen, es gibt gleich ein... wir werden wir werden in naher Zukunft ein Lied erlernen, wo wir dann sozusagen, ja, uns teleportieren können, in den Eulen hier teleportieren können. Und das können wir halt nur, indem wir das hier halt aktivieren. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, ne, kann man nichts machen. Ich sehe das gerade. Boah, sollen wir noch da reingehen? Reicht mit der Zeit?
Ich meine, das Ding ist, ich habe in letzter Zeit schon echt oft, sagen wir so, 28-Minuten-Parts rausgehauen. Ich glaube, der eine Part ging fast 30 Minuten, jetzt ging der letzte Part 28 Minuten. Und ich glaube, es wäre mal schlau, wenn ich jetzt mal ein bisschen, ne, euch mal zum Atmen das da lasse, ne? Keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, ja, würde ich sagen, das war's mit dem Part tatsächlich. Das ist schon, ja. Ob es jetzt eine gute Idee. Ja! Ob es eine gute Idee war, um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts aufzunehmen, na, könnt ihr ja entscheiden. Aber denn im nächsten Part werden wir da reingehen. Oh, ich sehe gerade, da ist so ein riesen Vulkan. Oder was auch immer das sein soll. Und wo ist der Mond? Da ist der Mond. Alter, schaut ihn euch an. Das ist doch wunderschön. So, also, folgt uns doch auch gerne auf den Social Media Kanälen. Discord natürlich beitreten. Und Gauke aktivieren, damit keine Folgen mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.